Ach, hier sind wir. Der Grund des Virus ist unsere Heimat, aber er ist auch gefährlich. Jedes letzte wenden Sie den Zentralrat um. Na komm schon, make my day! Dass die Kisten immer leer sind, ich krieg keine Granaten. Ich bin so deprimiert. So, ich muss langsam mal lernen, mit den F-Tasten hier zu agieren. Ach, irgendwo kräht der Milhouse wieder. Du bist nun soweit. Es ist Zeit für dich, es mit einem der Big Daddies aufzunehmen. Nein! Dort kann Zucker stecken. Aber nur so kommst du an die Little Sisters an. Und an das Adam, das sie bei sich tragt. Weiter vorn ist noch eine Little Sister. Um das Adam von ihr zu erhalten, musst du dich zuerst um ihren Big Daddy kümmern. Hahaha, tolle Idee, tolle Idee. Ich speichere mal ganz kurz. Aus Gründen. Ich mach doch noch gar nichts. Ich guck doch nur. Ich mach doch nichts! Ich tu nichts! Bist du wieder am Notzugang? Melde dich, sobald du ihn erreichst. Brian hat dich bemerkt und wird dich im Auge behalten. Lass ihn nicht kommen hören. Er ist da, bevor du es weißt. Okay, pass auf. Wir speichern jetzt mal nochmal. Ich könnte auch 10.000 Mal speichern. Hauptsache, ich muss ihn nicht eigentlich angreifen. Jetzt geht's los! Au! Alter! Ich wollte gerade Waffen wechseln, es ging einfach nicht mehr. Männer sorgen sich immer um ihre Potenz. Wenn du dich versiehst, bist du wieder gesund und munter. Denk daran, ein kluger Splicer ist ein glücklicher Splicer. Okay. Na, da qualmt schon. Der ist schon ganz gut runter. Ich speichere nochmal, ich habe zwar ein Leben verloren, aber weißt du, ganz ehrlich, bei den Big Daddies. Huh! Scheiße, keine Muni mehr. Hallo, kleines Mädchen, hör doch auf zu weinen. Du wirst glücklich sein. Jetzt! So bin ich eben. Ich rette Menschen. Ich höre doch hier schon wieder einen Big Daddy. Ich muss jetzt in die Haie, Mr. Bubbles. Mr. Bubbles ist tot. Wo kommt denn er her? Was ist das Brutalste und Obszönste, das der Menschheit je angetan wurde? Die Sklaverei? Der Holocaust? Die Diktatur? Nein. Das Instrument, mit dem all diese Großheit erschaffen wurde. Der Altruismus. Ach, der geht hier zur Little Sister. Ja.
Aber die ist nicht mehr zu Hause. Denn wir haben sie bereits gerettet. Los, Fettsack, geh schneller! So, komm, wir lassen ihn mal und ziehen mal weiter. Heieieieiei. Die Frage ist nur, wohin wir weiterziehen. So, er sieht auf jeden Fall echt gut aus. Der hat mal gut hingekriegt. Oh. Na komm schon, den kriegen wir doch. Yeah! Wollen wir jetzt noch genau treffen? Ach, der heilt sich jetzt bestimmt wieder. Ich hoffe, wir haben da alles gehackt, weil sonst ist der Typ gleich wieder auf den Beinen. Ist er vielleicht out of money? Was macht denn der da? Ich will dir nicht wehtun. Manchmal geht's nicht anders. Na gut, dass du das sagst. Sie hasst weiter den freien Markt, den freien Willen und freie Menschen. Hallo? Irgendwie zuckelt der hier manchmal gerade, der Rechner. So, hier haben wir ja schon alles. Ist hier noch jemand? Ich höre doch jemanden hier rumlaufen. Oder auch nicht. Vielleicht bin ich einfach nur schon langsam paranoid. Notfallzugangskontrolle. Sicherheitsalarm deaktiviert. Danke für Ihr Verständnis. Ich weiß zwar nicht wie, aber du hast es geschafft. Komm jetzt rüber nach Port Neptune. Ich freue mich schon drauf, dir die Hand zu schütteln. Ich eile. Nun gut, auf in die Tauchkapsel und auf zu neuen Abenteuern. Huch, Neptunes Bounty. Wenn deine Plasmide ihre Wirksamkeit gegen stärkere Feinde verlieren, solltest du dich auf die Suche nach stärkeren Plasmiden machen. Natürlich. Rapture Metro, Neptunes Bounty. Das fängt ja gut an. Jetzt hattest du das Vergnügen, Andrew Ryan kennenzulernen. Er hat das alles hier aufgebaut und er ist auch derjenige, der es zerstört. Niemand weiß, was genau passiert ist. Vielleicht ist er durchgedreht. Vielleicht ist ihm die Macht zu Kopf gestiegen. Vielleicht hat er sich einfach dazu entschlossen, seine Mitmenschen zu hassen. Wie auch immer, auf jeden Fall mussten gute Männer ihr Leben lassen. Meine Familie befindet sich in einem U-Boot, das unter den Fontaine Fisheries versteckt ist. Dort treffen wir uns. Ein Mann der Kirche also. Ein Schmuggler, der hat Bibeln hier reingeschmuggelt und deswegen musste er wahrscheinlich sterben. Eine Genbank. Und eine Leiche. Für die Genbank habe ich einen Hack. Ein Gen-Hackmann. Oh Gott, war das schlecht. Gen-Upgrades austauschen. Ah! Schritt 1, Weg auswählen. Plasmide, Körpertonika, Techniktonika. Damit können Objekte bla bla bla, Electrobolt und Zorn haben wir hier gerade noch in der Genbank. Und hier unten haben wir noch
abfackeln. Abfackeln kann jetzt, glaube ich, weg. Wenn mich nicht alles täuscht. Dafür auf jeden Fall den Electrobolt wieder rein. Und Zorn weiß ich nicht, ob wir das hier brauchen. Huch! Und Körpertoniken haben wir momentan, glaube ich, eh nur eine. Hacker's Delight. Und hier haben wir sonst Techniktoniker. Gucke ich mal rein. Da haben wir eh nur die beiden hier. Tempo-Hacker, Security-Expert. Expert. Und Kampftoniken. Haben wir momentan Körperpanzerung und statische Entladung. Ich glaube, das ist ganz gut momentan, wie es ist. Und hier haben wir noch einen Verkaufsautomat. Erstmal gucken, was es gibt. Pistolenkugeln wären ganz praktisch eigentlich, ne? Den könnten wir eigentlich mal hacken. Mach ich dann demnächst. So, la 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 la. Huch, wo ist der denn hin? Da. Na, super. So, dann setzen wir jetzt noch zwei da ein. Ach nee, wir brauchen noch einen. Wupp dich und schon sind wir fertig. Willkommen im Zirkus der Werte. Ich würde gerne Pistolenkugeln kaufen und eigentlich auch Panzerbrechende. Ionischer Schrot, besonders effizient gegen Elekt... Ah, den müsste ich mal benutzen gegen die ganzen... Selbstschussanlagen und sowas, wobei jetzt haben wir den anderen wieder, jetzt können wir die ja alle wieder hacken. Yeah, endlich haben wir den wieder und ob wir den hier brauchen, weiß ich natürlich nicht. Und es regnet Rosenblätter. Ich frage mich, warum greift sie uns nicht an? Und da ist ein Tonband oder sowas. Können wir das nicht eigentlich... Ah ja. Aber die Tage vergehen wie im Flug. Okay. Das ist ja ganz gut. So, hacken wir die auch mal. Ah nee, wow, ich muss ja hier unten. So, wupp dich, schwupp dich. Tralalala. Bald ist Nikolaus. Abend da. Hier hoch. Dann gehen wir da nämlich einen dahin, einen dahin. Jetzt brauchen wir nur noch eine Verbindung für das Ding. Nehme ich mal das da und schon müsste alles sitzen.